Hallo. Hallo, hallo, hallo. Okay. Yes. Tyrol. Tyrol, darauf musstest du warten. Darauf musstest du warten. Ich danke dir, ich danke dir. Ich danke dir, Tyrol. Den konntest du noch gar nicht abgeben, das Abo. Dankeschön, Tyrol. Ah ja, jetzt haben wir hier doppelt und dreifach. Ich ein kleiner und kleiner und kleiner. Schön. Okay. So, hier hat sich alles geändert. Ich hoffe, also ein Monat ist vergangen. Ich war ja lange, lange nicht fast angegammelt, genau. War ja lange nicht am Stream. Aus gesundheitlichen Gründen. Ja, es gibt eine neue OBS-Version. Gerade beim ersten Versuch, den Stream zu starten, ist es mit so einem komischen Fehler mal wieder abgeschmiert. Ich hoffe, es läuft und ich hoffe, es bleibt laufend. Wenn nicht, dann Tyrawal, sag mir bitte Bescheid. Oder die anderen natürlich auch. Ich müsste es eigentlich auch noch lesen können, wenn man hier im Streamchat schreibt, weil da werden ja auch die Offline-Sachen übermittelt. Aber ja, beim gut, sehr schön. Genau, beim Discord kriege ich auch noch eine Push-Mitteilung. Okay, also ich starte mal direkt rein. Ja, also ich war halt, wie gesagt, einen Monat ungefähr. Ich habe nicht geguckt, wann ich den letzten Stream gemacht habe. Nicht am Stream. Und der letzte war dann auch auf der PlayStation, glaube ich, mit Skyrim mal wieder eine Folge. Und ja, dann bin ich krank geworden. Und es ging nicht weg. Also irgendwie ganz doof. Ganz doofe Erkältung, die sich, ja, die vielleicht eine Woche lang schlimm war und danach sich einfach nur gezogen hat und ständig husten und husten und husten und husten über Wochen. Und sonst war es auch gar nicht mehr so schlimm, nur das nervige Husten ständig und Halsschmerzen und sowas. Aber ja, jetzt ist es endlich weg, dafür habe ich jetzt schon wieder neuen Schnupfen. Mal gucken, was das wird. Ah, wie ging denn das Spiel noch? Welches Spiel? Du meinst, ach so, du meinst du Hogwarts Legacy oder was? Oder nee. Also ich hab tatsächlich während der Krankheitszeit ganz viel Hogwarts Legacy gespielt. Ich habe das Spiel durchgespielt und habe auch fast alle Sachen eingesammelt. Also ich habe so viel Sachen eingesammelt oder so viel gemacht dort, dass ich jetzt eigentlich Lust drauf hätte, mal meine erste Platin. Oh, die Alex ist schon zu Hause. Nee, ist nicht mehr Arbeit. Die erste Platin-Trophäe einzusammeln, weil da fehlt mir nicht mehr so viel bei Hogwarts Legacy. Platin ist ja, wenn man alles hat, also alle Trophäen gesammelt hat. Ja, dann kriegt man eine Platin-Trophäe bei der PlayStation. Wieso? Wie ging das noch? Ach, du meinst, weil du dich nicht mehr erinnern kannst, wie es funktioniert. Okay, ja, klar. Aber ich frag mal dich, Thürer, wie ging's denn noch? Wie geht's denn bei Jagged Alliance 3? Oder bist du noch mit Baldur's Gate beschäftigt? Also ich habe gestern Abend hier schon mal reingeschaut und nochmal geguckt, was hier an Loot rumlag und alles eingesammelt und verteilt, was noch
irgendwie nutzbar war. Jetzt nichts Weltbewegendes dabei, ein paar bessere Hosen, glaube ich, und Rüstungen, aber ja, muss auch noch viel repariert werden und so. Das. Genau, dann habe ich ihnen Aufgaben gegeben und habe die Hälfte eines Trupps hier rüber geschickt. Eigentlich mit dem Ziel, hier nach drüben zu gehen. Alex, ist kalt. Geschenke. Für dich. Dicke, dicke Flasche Alkohol. Darfst du nicht zeigen. Glühwein ist es natürlich nur. Bei was? Ach, du hast es gar nicht gespielt. Was machst du denn den ganzen Tag, Tyrawal? Traubensaft. Ein Traubensaft. Genau, eigentlich mit dem Ziel, dass die hier rüber gehen und mit ihrem neu gewonnenen Benzin, was ich denen nicht in die Hände gegeben habe. Das habe ich anscheinend vergessen. Ach nee, ich habe es abgelegt. Alles gut, ich habe es schon abgelegt. Hier drüber zu gehen, um den Laster mal wieder zu holen und mit dem Laster nochmal wieder durch die Gegend zu fahren und die ganzen Überreste hier, die hier noch überall liegen, mal geballt nach San Mona zu fahren, damit die dort wieder verkauft werden können. Ja, die ganzen Gegenstände, die ich alle nicht mehr brauche. Genau, so, das war das Ziel. Bin hier angekommen und in dem Moment gab es einen Angriff und dann dachte ich mir so, oh nee, das kann ich nicht ungestreamt laufen lassen. Deswegen habe ich dann stattdessen nochmal den alten Spielstand geladen, habe die nur da rübergebracht und überlege jetzt, ob ich noch vielleicht noch ein, zwei Leute mehr rüberbringe. Wenn die hier nämlich angreifen, dass dann, ja, dass dann der Spaß losgehen kann, quasi mit dem ersten Kampf. Ich tue so, als würde ich arbeiten und dann schaue ich, ob Chris online ist. Ja, aber war er ja nicht. Deswegen dachte ich, vielleicht kommst du mal zu was. Kannst du mal was streamen? Streamen, naja, kannst du natürlich auch gerne streamen, habe ich überhaupt nichts dagegen. Würde ich auch gerne reinschauen, wenn du Baldur's Gate zum Beispiel streamst. Nee, spielen, meinte ich. Spielen. Ja. Aber anscheinend nicht. Okay. Genau. Und ich habe überlegt, wie gesagt, ob ich nochmal jemanden rüberschicke. Und das mache ich auch. Und zwar, meine Milizausbilder können ja genauso gut dort drüben Milizen ausbilden. Zum Beispiel. Schicke die beiden rüber. Das sollte reichen. Oder? Ja, mache ich mal. Das Problem ist, die beiden können sich nicht leiden. Ich schicke die in gesonderten Trupps rüber. Konrad! Die Stimme, ey. Ist ja schon. Ja. Du ein Freak. Okay. Die. Moment, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Eigentlich eine bessere Idee. Okay, ich schicke die rüber. Oh, es geht schon los. Das ging schnell. Okay, gut. Dann habe ich so lange gesucht, dass nichts vom Tage übrig war. Du hast gesucht nach einem Stream von mir, ne? Ja.
und konnte es keinen finden. Tut mir leid, Tyrell. Tut mir leid. Okay, es geht schon los. Die wollen schon kämpfen. Und jetzt habe ich nur zwei Söldner in dem Sektor. Ich hole jetzt noch die Verstärkung aus dem Nachbarsektor dazu und zeige euch auch gleich, warum ich das so gemacht habe, dass ich sie jetzt doch nicht dort eingesetzt habe, sondern dass sie jetzt erst noch rüberkommen müssen. Genau, also ich nehme an, das Fragezeichen von unten wird hochgewandert sein, also der Trupp von Gegnern, ja, aus Südalma. Weiß ich nicht, ob das Elite wird oder nicht. Wenn es Elite ist, dann könnte es ganz schön schwierig werden für die beiden, die jetzt da schon sind. Und der Nachschub, der ist zwar auf dem Weg, aber braucht 5 Minuten. Der wird dann wahrscheinlich während des Kampfes eintreffen. Schauen wir mal. Gut. Rotten Man hier. Es sind nur 8, von daher geht's. Die sind leider beide erschöpft. Vom Status, sehe ich gerade. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Es ist, glaube ich, nur der, weil sie durch den Ort gerannt sind. Hallo Engel. Hi. Willkommen. Willkommen zurück. Nach langer Zeit. So. Ich Ja. spüre Gefahr, bin bereit. Ich sehe ihn. Ich sehe einen Rotten Man. Gut, ich habe jetzt auch schon eine Pause. So, die Idee mit den anderen hier, na, wie heißen sie? Den Milizen, ist, dass die hier oben eintreffen, hier hinten, und nicht hier irgendwo rumstehen und sofort überrannt werden von den Gegnern. Das sind Elite-Gegner, sehe ich gerade. Weil es ja sonst immer passiert. Wenn die jetzt hier irgendwie am Eingang stehen und da kommen dann auf einmal 8 Elite-Gegner und so, dann sind die halt sofort hinüber. Und jetzt haben sie halt ein bisschen Vorlauf. Also sie können sich quasi von hier hinten ranpirschen und denen sogar in den Rücken fallen, so wie es jetzt aussieht, weil sie ja hier ganz außen rumlaufen müssen. Weil der Sektor ist ja umzäunt und der einzige Eingang ist hier. Und die ist jetzt hier schon reingekommen und ich sehe die jetzt hier auch schon mit Hamus und Iggy und kann da sofort loslegen. Ja, Engel, ich habe gerade schon Tyrael erzählt, falls du es nicht mitbekommen hast, aber ich glaube schon, ne? Ich war irgendwie ewig krank. Also Erkältung. Ja. Sehr, sehr langwierige Erkältung. Also wahrscheinlich die Grippe, schätze ich mal. Ja, auf jeden Fall nicht Corona. Und ja, jetzt habe ich es endlich hinter mir und muss nicht mehr ständig hu husten. Boah. Und ich hoffe, es bleibt so. Nicht, dass ich auch noch Corona kriege. Kann ja auch noch passieren. Hatte ich noch nicht. Dieses Jahr. Oder Anfang des Jahres? Ich weiß nicht. Okay, gut, legen wir los. Okay, es sind nicht nur Elite-Gegner, es sind auch zahlreiche andere Gegner. Kann ich nochmal schießen oder hau ich da mal eine Granate rein? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich kann damit nicht mehr in dieser Runde schießen. Ich duck mich mal ab. Ja, ich duck mich mal ab und spare die AP. Boah, leg mal los, leg mal los. Hast du ein Zielfernrohr? Hast du kein Zielfernrohr? Warum ist denn das so ungenau? Sehr schöner Moose. So geht das. Und ich sehe sie noch. Sie sieht mich hoffentlich nicht mehr, wenn ich jetzt mich hingelegt habe. Mal schauen. Ne, sieht nicht so aus. Was, ich habe ihn Ja. gespürt. Doch, sie sehen Helf mich. mir!
Nämlich die Unterbrechung kann ich nicht nutzen. Leider. Ja. Rotten Man. Habe ich jetzt zu wenig Aktionspunkte für. Ja. Aber es ist schön, wie sie sich alle gemeinsam aufstellen. Die Miliz kommt jetzt von hinten rumgerannt. Genau, so ist. Ja. So ist es jetzt gedacht. Wenn jetzt die Verstärkung noch kommt mit den beiden Söldnern in den nächsten 5 Minuten, dann müssen die halt auch von hinten rumrennen. Ne? Ist ein bisschen blöd, aber ja, anders geht's halt gerade nicht. Gut, ich speichere jetzt an der Stelle und würde dann mal versuchen, mit dem Granatwerfer. Sehr schlecht. Der ist aber weit vorgerannt. Mit dem Granatwerfer eine kleine Überraschungsgranate hierhin zu werfen. Und ich hoffe, dort ist auch eine Sprenggranate drin. Es ist eine Sprenggranate drin. Sehr schön. Gut. Iggy, du wirst ja wohl treffen als Granatenexperte. Und er tut es. Ja, cool. Cool. Und geben wir dem gleich noch eins mit. Ei, er kann sich nicht hinlegen. Gut, wenn wir vielleicht gleich nochmal neu laden müssen. Ah, ja, ungünstig. Warum hat er so wenig AP? Bleib unten. Wahrscheinlich, weil er erschöpft ist. So, der ist der gefährlichste. Der hat nämlich nichts abbekommen. Gerade eben. Ah, doch, hat er. Alles gut. Ja, Grippeschutzimpfung bekommen. Ja, meine Mutter hat tatsächlich auch eine Grippeschutzimpfung ja. sich geholt. Aber das war wohl denkbar ungünstig, der Zeitpunkt, wo sie das gemacht hat. Denn sie ist danach auch krank geworden. Und ja, hat dann halt ewig gebraucht, bis es, oder ist immer noch nicht richtig gesund. Gut, ich hau noch eine rein. Zwischen die 4. Das nimmt denen halt massiv Aktionspunkte und ja. Lebenspunkte geht so. Ist jetzt nicht so schlimm. So, Hamus. Okay, jetzt hat er wieder 60. Das ist schon mal besser. Und ich kann ja im Liegen auch auf die hier schon mal weiter schießen. Ja, besser wird's nicht. Könnte höchstens mal mit dem anderen Gewehr versuchen. Kommt ihr noch? Die chillen da hinten. Vielleicht doch nicht so günstig, dass die da hinten stehen. Ja. Es ist etwas doof, dass sie erschöpft sind, tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem passiert, der jetzt hier rumgerannt ist. Nicht, dass der jetzt hier raufklettert aufs Dach und dann von der Seite angreift und ich das nicht mitkriege, weil mein Sichtradius oder mein Sichtbereich das nicht zulässt. Okay, das wird also spannend. Egal. Wir machen jetzt weiter. Boah, den nicht getroffen, aber den. War jetzt zwar kein großer Schaden, aber Aktionspunkte zieht immer ab. Also gut. Ich nehme jetzt erstmal hier den. Ja, der ist noch gesund. Gehe ich noch auf den. Die am weitesten vorne stehen. Das ist immer wichtig, dass die Aktionspunkte verlieren und nicht mehr so. Also dadurch, dass sie nicht mehr viel Leben haben oder weniger Leben haben, verlieren sie natürlich auch Aktionspunkte. Und
Und das sind alle, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und der eine ist hier irgendwo. Keine Ahnung, wo genau. So, Unterbrechung ist egal. Sehr schlecht. Ja, wenn die jetzt sich wieder alle auf einen Haufen stellen, dann gibt es nochmal eine Granate, würde ich sagen. Ja. Ob ich die auch im Liegen verschießen kann? Sieht so aus. Sehr schön. Beide verwundet. Gebasse. Sind alle mindestens einmal getroffen. Gebasse. Der Rest wird gespart. Ja, telefoniert ihr da oben nur oder kommt ihr auch? Gebasse. Telefonieren nur. Die lustigen Milizen. So, einer ist noch gesund. Das wollen wir nicht. Sehr gut. Jetzt ist er nicht mehr gesund. Ganz und gar nicht. Ja, der ist auch noch gesund. Das wollen wir auch nicht. Ja. Den nehme ich mit Iggy vor. Weiß ich nicht, ob ich den treffe. Ja. Okay, dabei bleibt's. Ja. Okay. Gut, jetzt sind alle gut angezeckt, würde ich sagen. Gebasse. Versuche die gleich mal zu holen, wenn ich noch 24 übrig haben sollte. Ich nehme mal erst sie. Sehr gut. Stirbt. 24 habe ich noch übrig. Alle an meine Position ist vielleicht nicht schlecht, weil dann kommen sie ja von hinten. Naja, gut. Sind noch nicht Ja. am Zug, aber ich hoffe, die kommen dann gleich. So, und der am nächsten ist. Sehr schön. Das ist Den am schön. besten auch noch. Getroffen, aber reicht noch nicht. So, und das war der erste Treffer. Ich höre ein Sehr Geräusch. schlecht. Ah. Ja. Ich hab's natürlich befürchtet, ne? Ich hab's natürlich befürchtet. So. Gebasse. Dadurch, dass die so, die bewegen sich immer noch nicht, ne? Die Runde ist wieder rumgegangen. Ja, dadurch, dass die so erschöpft sind, ist ja natürlich jetzt auch gleich umgekippt. Das heißt, ja, wir müssen darauf achten, dass der auch noch kommt. Gebasse. Ja. Gut. Ja. Wenn das so ist, dann Gebasse. mache ich jetzt Folgendes. Ach, was hat der denn gemacht? Der ist einmal ganz durchgerannt und dann von dort hinten hochgeklettert. Interessant. Okay. Muss ich mich dahin drehen, lege ich mich wieder hin und
nehme die Pistole. Oh Gott, trifft nicht mal. Doch, er trifft. Und zwar sofort in den Kopf. So ein Glück aber auch. Ja. So, Iggy. Zeig nochmal, was du kannst und hau die hier einfach beide um. Okay? Ja, genauso eben nicht. Ja, gut. Dann müssen wir jetzt damit leben. Aber vielleicht wird ja dieses Mal Iggy nicht getroffen. Ja. Okay, Iggy ist fast tot. F. Hallo, Glaser. Spreche dich richtig aus. Ah, so geht's leider nicht. Ich hab ja nur die beiden. Kann nicht einer tot sein. Ja. Ich habe lange nicht gestreamt. Ich bin krank gewesen. Die ganze Zeit. Sage ich es dir auch nochmal. Und zwar eine Erkältung. Eine Grippe oder was auch immer. Sehr nervig. Und sehr lange Husten gehabt. Aber nun spiele ich wieder Jagged Alliance 2 weiter. Ah, dieses Mal treffe ich den nicht so schön. Jetzt bin ich wieder gesund und ich hoffe, es bleibt auch dabei. Ja, das war gerade schon etwas lustig auch, muss ich sagen. Also ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, wir müssen jetzt noch ungefähr 20.000 Mal neu laden. Ja, also gerade eben hat sie geschossen. Sie hat nicht oben getroffen, sie hat unten getroffen. Und zwar so einen Container hier unten. Nein, Container, so ein Fass mit Benzin. Dadurch ist unten das Benzinfass und diese Gasflaschen und so, die sind explodiert. Und natürlich im Dach darüber, wo ich gerade sitze, passiert mir nichts. Ist ja logisch. Ist ja ganz einfache Physik. Okay, also das haben sie anscheinend nicht mitbedacht, dass... Ja, dass so eine Explosionsenergie sich auch nach oben ausbreitet und nicht nur zur Seite. Aber okay, gut für mich. Letzte Runde trotzdem hat Iggy fast die Beine weggehauen. Und wir haben immer noch den hier hinter uns und das ist sehr ungünstig. Das heißt, die Situation ist ja erstmal die gleiche. Das, ich habe ihn gespürt. Habe Windhau gespürt. Ja. Ich würde fast sagen, wir müssen einen kleinen strategischen Rückzug machen. Weil unsere Unterstützung von oben kommt nicht. Die möchte gerne ihr Leben genießen oder so. Und wir sind hier umzingelt. Okay. Nicht getroffen? Nicht getroffen. Der immer besser. Ja. Hinlegen muss ich mich auch noch können. 6 reicht, glaube ich, nicht. Ich brauche, glaube ich, 8. Ich weiß es nicht. Nicht getroffen. Kann ich gleich wieder neu laden. Also kommt. Mit dem Messer kommt er garantiert bis zu uns und tut uns weh. Natürlich auch mal versuchen, mit dem Gewehr zu treffen. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus, die. Hat geklappt. Warum gehe ich eigentlich immer wieder runter? Ja.
Ah, mal schauen. Ich lege mich erstmal wieder hin. Ja, kann auch noch mit dem Gewehr. Aber es ist nicht so doll. Trefferwahrscheinlichkeit ist nicht so doll. Dann kann ich eigentlich auch mal mit der Pistole mal versuchen. So. Das, ich habe ihn gespürt. Ja. So, das war jetzt nicht so schlimm. Geh besser. Aber ich kann Hamus nicht bewegen. Der kriegt wieder auf den Sack. Gleich. Ja. Ich glaube nicht, dass das was wird. Der wird gleich getroffen wieder. Von den anderen. Ich kann es natürlich mal riskieren, aber ich denke nicht. Also, Iki wurde sogar auch noch getroffen, obwohl er eigentlich jetzt nicht mehr wirklich gut treffbar ist. Ich kein Vorteil mit der anderen Waffe zu schießen. Aber mit der trifft er halt nicht. Jetzt hat er getroffen. Aber ich denke mal, die werden jetzt keine Chance. Ja. Ja, weiter ans Ende des Dachs laufen und dann nur von dem oben sich treffen lassen. Ist ja auch blöd. Ich kann natürlich rüber aufstehen, ein bisschen näher rennen und dann mit der Pistole angreifen. Das würde vielleicht gehen, aber meine Energie ist halt so gering. Ich versuch mal. Boah, aber wenn ich da stehe, da werde ich immer noch getroffen. Denke ich. Also wenn ich jetzt hier rüber renne, jetzt noch schieße, der trifft schon mal nicht. Doch, er trifft. Ja. Dann kann ich mit Iggy im Prinzip auch hier bleiben. Ich ziehe mich nur einen zurück. Ich habe keine Ahnung. Ob die Hamus jetzt sehen, aber ich denke schon. Ha, ich gewinne dies. Ja, immer zuversichtlich bleiben. Ja. Aber jetzt treffen sie ihn nicht mehr. Dafür liegt er jetzt da am Boden und kann nichts machen und hat keine AP mehr. Geh besser. Ja. So, das bedeutet. Sehr schlecht. Ja, wäre jetzt eigentlich wieder schön für eine Granate, aber ich kann den hier nicht. Nicht da lassen. Gut. Das ist schön. So, jetzt sollte eigentlich nichts passieren. Geh besser. Problem ist, wenn der jetzt aufsteht, weil er wieder Energie hat. Dann hockt er und wird vielleicht wieder getroffen. Ist nicht passiert. Okay, wenn ich jetzt... Ja. Iggy hinhocke. Okay, haben sie keine Unterbrechung sehr bekommen. Schlecht. Glücklicherweise. So, und... Ich könnte jetzt natürlich auch mal eine Vakuumgranate versuchen. Damit die ein bisschen länger außer Atem sind hier vorne. Aber ich glaube, das wird auch reichen mit der
Das ist schön. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Okay, also jetzt hat es sogar zwei schon gegrillt. Also ich denke, von den acht dürften jetzt nur noch fünf, sogar nur noch vier. Achso, den hatte ich ja schon erwischt. Deswegen. Ja, schön, dass ihr da oben seid. Ja. Gut für euch. Sehr schlecht. Okay. Da sind zu wenige. So, die Position ist ja jetzt erstmal okay. Speichere ich wieder. Sehr schlecht. Sehr schlecht für Sie, würde ich sagen. Das ist schön. Okay. Tja. Ja. Das haben sie davon, wenn sie sich alle ineinander stellen, sozusagen. So, okay. Jetzt haben wir es. Denke ich, bewältigt. Du bleibst einfach mal unten. Ich hoffe, er hat ein bisschen Medizinkenntnis. Das sieht ganz gut aus. Dann kannst du gleich Amus verbinden. Wir gehen noch einmal wieder vor. Sehr schlecht. Damit wir die wieder sehen können. Kritisch, kritisch. Ich nehme zuerst, obwohl sie weiter hinten steht, die Elite. Das lohnt sich nicht. Ich gehe wieder runter und... Ich kann immer noch schießen. Ich kann es nicht sehen von hier. Kann ich es jetzt sehen oder kann ich es nicht sehen? Kopf geht wahrscheinlich. Es lohnt wahrscheinlich nicht. Doch, bei ihr sieht's ganz gut aus. Ich versuch's mal. Das ist schön. Ja. Okay. Also. Wird nicht besser. Aber wenigstens treffe ich den Torso. Das ist schön. Puh. Alle Verräter liegen ohne Bewegung in eigenem Blut. Nein, nicht automatisch, sondern... Du machst es bei Hamus. So, und ihr habt wirklich sehr gut geholfen. Wir warten eine Riesenunterstützung. Danke. Danke, danke für nix. Gepasse. Ihr Milizen. Ja, war doch keine so gute Idee. Muss ich jetzt im Nachhinein sagen, dass ich die in den Sektor hab hineinlaufen lassen. So. Jetzt gab es nochmal ganz viel Loot. Und Verletzung. Loot und Verletzung. Was haben wir noch liegen lassen? Das ist neu, denke ich. Kommt mir nicht bekannt vor. Ist aber auch nicht besonders. Also hat ziemlich geringe AP-Zahl. Scharfschützengewehr und mehr Magazine dafür mit kompletter Ausstattung. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ein sehr gutes Scharfschützengewehr. Aber Chris, unser Scharfschütze, hat auch bereits eine ziemlich gute Ausstattung, was das Gewehr angeht, und ich glaube, er hat sogar das gleiche, Arma SR-100. Gesundheit. Danke. Ja,
Erma SR100. Genau. Du legst sie auf Dach und wirfst oder wirfst sie der Miliz vor die Füße, weil nicht das neue Angreifer kommen und die Waffen. Ach so, du meinst, wenn jetzt noch mal jemand angreift, dass dann die sich die Waffen nicht nehmen, sondern die Milizen oder du sie auf dem Dach hast, ja, die Waffen. Ja, also ist wahrscheinlich sinnvoll, sowas zu machen. Aber ich hoffe mal, jetzt kommt da nicht sofort wieder ein Angriff. Was ist eigentlich mit Konrad und Miguel? Die sind immer noch auf dem Weg nach drüben. Brauchen ganz schön lange. Brauchen ganz schön lange, die beiden. Gut, dann ist das so. Dafür haben wir noch jetzt zusätzlich einen weiteren Verletzten. Das ist natürlich nicht so schön. Den müsste ich eigentlich wieder rüberschicken. Da kann Iggy mit zwei Benzinfässern losziehen. Jeder Hand eins. So rein theoretisch schon, ne? Er kann seine Waffe nirgendwo hinstecken. Ja, theoretisch. Hätte schon gern ein Sturmgewehr dabei. Man weiß ja nie, wer einem auf dem Weg begegnet. Das würde ich jetzt auch ungern hier ablegen für länger. Reicht natürlich auch erstmal der große Kanister, denke ich. Wenn er jetzt damit loszieht, würde ich Miguel, ach nicht Miguel, sondern Hamus wieder zurückschicken. Sie. Und Iggy mit dem einen Benzinkanister jetzt doch losschicken. So. Genau, die anderen beiden kommen rüber und dann muss ich wieder alle aufs Ich bin Dach. hier. Ja, bin in Position. Welche große Aufgabe soll ich jetzt unternehmen? Sie. Muss ich sie nochmal aufs Dach schicken, dann sind sie wieder total erschöpft. Comprendido. Die beiden. Oder werden total erschöpft sein. Die stellen sich schön an den Eingang. Und die ist in der Zentrale. Und koordiniert die beiden. Genau so. Können leider nicht in die Häuschen rein. Ja, der ist schon eine Type. Auf jeden Fall. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Konrad hat mindestens noch keinen Rucksack. Okay. Gut, jetzt sind sie da. Miguel und Konrad können sich ja nicht leiden, beziehungsweise Miguel kann Konrad nicht leiden. Miguel wird ja kaum unser Team verlassen, oder? Ja, auf jeden Fall sollen die die Miliz trainieren.
Ich weiß nicht, ob sie dann in einem Team als in einem Team gelten. Vermute mal schon. Da lang gehst. Sieht ja ganz schön kaputt aus. Ein Verräter-Squad in dem und ein Rebellen in dem mit den anderen. Ja. Genau. Das ist das Problem. Dass ich die nicht zusammenstecke. Aber gut, das geht ja jetzt beim Milizentrainieren nicht anders. Also zumindest, wenn ich die beiden Milizen trainieren lassen möchte. Das sind ja da beides Experten für. So. Schauen wir mal, was passiert, würde ich sagen. Können wir nochmal speichern. Und wenn das irgendwie zum Stimmungsabfall bei Miguel sorgen sollte. Er ist schon nicht mehr so gut gelaunt, aber und Carlos auch nicht. Die anderen hingegen sind alle super, super drauf. Wie es aussieht. Ira? Ira ist es, glaube ich, egal. Gut. Stabil. Dollar. Ja, gut für Carlos, dass er gerade nicht in der Nähe ist, würde ich sagen. Okay. Ira ist nicht die hellste Kerze auf der Torte? Na, das würde ich jetzt mal nicht sagen. Ira ist super, super gut vom Weisheitslevel und lernt sehr schnell. Ira ist schon eine der Söldner, die am Ende richtig stark ist. Also im Late Game. Weil sie einfach so schnell lernt. Am Anfang kann man nicht so viel mit ihr anfangen, aber es wird halt super schnell viel besser. Wenn wir nochmal in die Übersicht gehen, was sie schon alles gelernt hat. Ach so. So meinst du das? Naja, aber sie erklärt immer alles. Sie ist die Erklärerin. Wo ist denn Ira? Er muss doch vorne sein. Da ist Ira. Plus 59 Führungsqualität. Treffsicherheit 21. Also ich glaube, das hat auf jeden Fall am meisten zugelernt. Fox ist natürlich da auch. Fox, sage ich schon. Flo ist natürlich auch vorne mit dabei, weil die ist halt auch recht klug. Und ja, lernt dadurch auch schnell. Und bei den anderen hängt das alles ein bisschen hinterher. Bei Trevor dann eher da deshalb, weil er schon fast alles kann. Aber gut. Passt schon, würde ich sagen. Ja, okay, so, jetzt müssen wir ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und ich hoffe, die kommen jetzt alle wieder auf die Beine. Ich habe meine Aufgabe erledigt. So, sie hat alles repariert. Sie kann ja mit dem Fahrzeug nicht fahren, wenn es leer ist. Leider. Sonst könnte sie natürlich Iggy entgegenkommen. Aber das ist ja schon komplett leer. Gefahren. Oder?
Oder? Naja, Tank 1. Ich weiß nicht, wie weit ich damit komme. Natürlich versuchen, so ein bisschen zu Iggy zu fahren. Okay. Mal gucken, was geht. Ich denke mal, hier würde er gleich ausgehen im nächsten Sektor. Ja, hängt in G10 fest. Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Gut, dann muss Iggy aber auch nur nach G10. Doch schon mal wieder Vorteil. Wird gemacht. Und was machst du jetzt? Gehst zurück. Okay. Ich weiß nicht, ob ich bei den Händlern schon war. Das ist alles wieder so lange her, dass ich es nicht mehr sagen kann. Deswegen gibt es eigentlich nur eins. Gucken. Ja. Zeig mir, woran du Interesse hast. Tja. Hilft mir jetzt leider auch gar nicht, dass ich gucke, denn ich kann mich nicht erinnern. Ob ich schon gekauft habe. Es sind keine Sprenggranaten dabei. Könnte sein, dass ich schon was gekauft habe. Ja, das brauche ich nicht. Das Lasermodul könnte ich kaufen. Ja, das mag ich sehr. Dass das halt so einen hohen Rollenspielcharakter hat. Ich bin sehr gespannt, wie es dann bei Deadlines 3 ist, aber noch bin ich da lang nicht, würde ich mal sagen. Okay, das ist also solche Munition. In einem anderen Format. 200 Rounds. 200 Rounds. Okay. Das sind nur 10. Schon gut. Lass dir Zeit. Also ich würde sagen, das ist neue Ware bei ihm. Das Scharfschützengewehr ist natürlich, sieht natürlich gut aus. Es hat verdammt wenig AP für ein Scharfschützengewehr. Nur 15. 137 Reichweite, 93 Genauigkeit, 15 AP. Auch recht leicht, 7,8 Kilo. Gibt es schon erste Mods? Ich habe mich da noch gar nicht informiert. Also ist natürlich dann eine Mini-Sache. Okay. Natürlich seltsam, ne? Wenn man hier so einen Waffenumfang hat von, weiß ich nicht was, alle, die es gibt, so ungefähr. Und dann ist man dann wieder eingeschränkt auf 3 Sturmgewehre oder sowas. Aber gut. Ja, okay, ich kaufe schon mal das Lasermodul. Verzeihung. Ist okay. Und ich guck mal eben. Also 13 AP. Wie ist denn das bei dem Scharfschützengewehr von Chris? 23 AP, ne? Das ist natürlich ein Riesenunterschied.
Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ist schon ein cooles Ding, muss ich sagen, wenn es so wenig AP hat. Hat nicht ganz so viel Reichweite. 45 Schaden hat das hier. Schauen wir nochmal. Ich meine, leisten kann ich mir das locker. Ich habe so viel Geld. So viel Geld. Kann man alles nichts. Damit kann man. Zeig mir, woran du Interesse hast. Nicht mehr wirklich was anfangen. 48 Schaden hatte das andere, ne? Also eigentlich ist das andere so ein bisschen besser sozusagen, aber man muss halt mehr AP aufwenden. Und das ist natürlich cool, dass man hier wesentlich weniger AP aufwenden muss. So wie es ausschaut. Ich kaufe das Ding jetzt einfach mal, weil. Why not? So, das ist auch nett. Dadurch, dass es fast kaputt ist. Es ist auch gar nicht so teuer. Hingegen ist das super teuer. Aber gut. Die Frage, soll ich das kaufen? Sieht ein bisschen aus wie eine Scout. Diese Parker Hale. Kaufe ich es oder kaufe ich es nicht? Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Ich kaufe es einfach. Verzeihung. So, ich habe es gekauft. Okay, dann mach weiter mit dem Reparieren. Dann kannst du dir gleich mal diese Parker Hale auch nehmen zum Reparieren. Ich glaube, da waren Sachen fertig. Die Rakete ist fertig. Nimmst du das Ding? Müssen repariert werden, die Zielfernrohre. Hier ist ja alles heile. Wie es aussieht. Da ist noch eine Rakete. Die da irgendwo noch reinpacken. Statt der Pistole. Oder statt der Munition für deine AIK. Machen wir das so. Die Mörsergranaten hat er auch noch zum Reparieren. Naja, da ist auf jeden Fall noch genug zu tun. Und sein Koffer ist bald leer. Sollte eigentlich besser mal irgendwas mitbringen zum Reparieren. Der Koffer von Alex wäre da eine Möglichkeit. Ich den abgebe, sie braucht den gerade nicht. Gut, wir schauen mal. So, dann ihr beiden. Ah, zurück. Sieh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. Schauen wir mal, ob mir irgendwas gefällt. Hast du Wodka? Nur Bier? Und Wein. Nee. Nee, nee.
Dann erstmal nicht. Ich krieg immer... Oh. Das ist aber ungünstig. Dann kann ich heute nur eine kurze Runde machen. Ja, vielleicht kann ich danach dann nochmal. Okay. Ja, dann würde ich das mal so machen, oder wir, dass ich jetzt eine Pause mache, eine Spielpause. Jetzt habe ich nicht so lange gestreamt, wie lange eigentlich? Boah, wir hatten einen Kampf immerhin. Ja, eine gute Stunde, ne? Da, 1:09. Ist ja nicht so doll. Aber, ja, wir haben den Sektor hier unten verteidigt, das ist gut. Und jetzt müsste ich eh warten. Aber ich kann kurz noch Zeit vergehen lassen, denke ich. So, du kannst weiter üben. Was übt eigentlich Haywire? Treffsicherheit. Ja, die sind ja eh schlechter drin. Also übt mal Treffsicherheit. Kann man denn in der Junkyard machen? Gegenstände reparieren. Okay. Gut, macht ihr das weiter und jetzt kann ich Zeit vergehen lassen. So, ich speichere. Ja, ich speichere das jetzt wieder. Okay. Erledigt. Ich warte auf Anweisungen. Schön. Zwei sind geheilt. Grizzly kann... Beide können nicht wirklich was machen. Okay, da muss ich mich beeilen. So schnell schaffe ich das gar nicht. Beide können nicht wirklich was machen. Das heißt, sie können irgendwas trainieren. Frage ist, was? Weil sie können ja auch schon alles. Geschicklichkeit vielleicht, da ist ein bisschen Nachholbedarf bei ihm und bei ihm eigentlich auch. Kein Werkzeug, ja, brauchst du nicht. Okay, trainiere einfach Geschicklichkeit. Nee, hier ist kein Betrieb. Inzwischen, so, das schauen wir uns noch an. Was ist nun schon wieder, Elliot? Oh, Blumen, wie aufmerksam. Sicher von meinen Truppen. Oder so. Nicht ganz, Eure Hoheit. Von der anderen Truppe. Was? Ja, Eure Majestät. Es scheint, dass die Blumen ein geschenkter Söldner an Eure Hoheit sind. Vielleicht beginnen sie, euch zu mögen. Elliot! Sie Schwachkopf! 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 Soll das ein Witz sein? Irgendeine Art perverser Humor? Oh ja, das ist wirklich sehr komisch. Ich erschieße sie, ich erschieße sie nicht, ich erschieße sie. Die Blumen sind doch ganz hübsch, Eure Hoheit. Elliot, Sie Schwachkopf, sagen Sie's, sagen Sie, ich bin ein Schwachkopf. Sagen Sie's, Elliot. Ich bin ein Schwachkopf, Eure Hoheit. Ja, ja, das sind Sie. Und nun hören Sie mir zu. Zuerst sollen meine Elitesoldaten den erschießen, der die Blumen gebracht hat. Und wenn wir dann diese kleinen Kommandos umbringen, dann möchte ich, dass jedem eine Blume in den Mund gesteckt wird, wenn er sein Leben aushaucht. Am besten eine blutrote Rose. Und nun lassen Sie mich allein. Wie ihr befehlt, Eure Hoheit. Elliot sieht so schlimm aus. Er hat gesagt, ich bin ein Schwachkopf und er kriegt trotzdem noch eine Ohrfeige.
Der arme Kerl, ey. Der arme Kerl. So. So, hat sich gelohnt, die Blumen zu schicken? Ich glaube, ich habe noch nie welche geschickt. Ich schicke ja noch welche. Weil... War doch lustig. Mal gucken, was passiert. Ob es nochmal eine Cutscene gibt. Wünscht dir was? Der morgen danach verschnupft. Was passt denn gut? Geht eine Träne auf die Reisen? Das klingt doch perfekt für Dead Runner. So, ab nach Haben Sie den Gag verpasst? Sagen Sie, Sie sind ein Schwachkopf. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber wenn sie den erschießt, der die Blumen gebracht hat, ja, ich würde sagen, ja, das ist es uns wert. Das ist es uns wert. Dann kommt es nämlich vielleicht noch im abendlichen Stream an. Okay. Rechnung für. Elliot? Persönliche Worte? Sie sind ein Schwachkopf. Ab geht's. Ja, Thürerwald, denn ich muss ja jetzt erstmal los, um Essen zu holen. Wir bestellen immer freitags was sehr Leckeres. Und ja, dann essen wir erstmal und deswegen war das jetzt hier erstmal kurz, die Streaming-Runde. Und Essen wird überbewertet. Da gibt es die Hälfte der Bits. Gute Idee. Das ist ja gleich einen Anreiz mitgegeben, dass ich heute Abend nochmal komme. Oder so. Ich hätte noch eine Idee. Vielleicht, ich muss mal eben gucken, ob ich hier auch was für die Journal bestellen kann. Also nur, ist egal, ich nehme jetzt erstmal was und dann gucke ich mal, wo ich das, ich kann das auch noch nach Meduna bestellen. Okay, mache ich jetzt aber nicht sofort. Damit müssen wir noch mehr rumspielen, glaube ich. Genau, jetzt habe ich Elliot eingegeben. Ich hoffe, ich habe ihn richtig geschrieben. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bewirkt oder wenn ich vielleicht... Dead Runner erwähnen, aber da muss ich mir erstmal den Namen aufschreiben. Keine Ahnung, wie Dead Runner geschrieben wird. Ja, okay. Gut. Ja, wie gesagt, kurze Runde erstmal. Wir sehen dann später weiter. Ich mache jetzt erstmal Schluss und raide jemanden, der auch Jagged Alliance 2 spielt. Und ich glaube, da sind sogar noch welche. Das heißt, es gibt sogar wieder, also dieses Mal zumindest, tatsächlich eine Möglichkeit, zu jemandem zu raiden, der Jagged Alliance 2 spielt. Ich stelle schon mal auf den Endscreen um. Schauen wir mal. Genau, denn Stuff Steven ist gerade online und spielt mit seinem Bekannten zusammen im Multiplayer Jagged Alliance. Er streamt allerdings auf Kasachisch, glaube ich, hat er mal gesagt. Und Englisch. Also wenn man fragt, dann spricht er auch Englisch oder wenn er irgendwas hat. Aber ist jetzt aktuell, glaube ich, auch der einzige Jagged Alliance 2 Spieler. Von daher raiden wir mal rüber. Ich glaube, er hat schon mal zu mir geradet. Wir machen jetzt, gehen jetzt mal den Weg zurück. Genau. Also könnt ihn auf Englisch ansprechen. Ansonsten würde ich sagen, so 20 Uhr oder sowas vielleicht wieder. Dann danke dir, Thürerwal, und bis später.
Bis später. Danke fürs Zuschauen. Und danke für die Bits und danke fürs Abo. Bye bye, hoffentlich bis heute Abend.